Staatsterrorismus in Spanien. José Luis Mojillo bestätigte am Dienstag dieser Woche, am 20. November 1984, den baskischen Kinderarzt und Linkspolitiker Santiago Brouard ermordet zu haben. Er war damit Teil der staatlich finanzierten antiterroristischen Gruppen zur Befreiung, kurz GAL. Um über diese Gruppen und die Bedeutung des jetzigen Geständnisses zu sprechen, sind wir nun mit RDL-Baskenland-Korrespondent Ralf Streck verbunden. Ralf, vielleicht erst einmal zum Hintergrund: antiterroristische Gruppen zur Befreiung. Was hatte es damit auf sich? Ja, die waren hauptsächlich in den 80er Jahren aktiv. Es ist mittlerweile keine Frage mehr. Der gute Herr Morcillo hat das ja auch bestätigt und viele andere, die in diesen GAL, im staatlichen Todesschwadron agiert haben, haben das bestätigt, dass das eine Nummer war, die direkt aus der spanischen Regierung kommt. Und damals ging es darum, also muss man sagen, es gibt zwei Linien innerhalb, politische Linien innerhalb der GAL, was mit den Organisationen erreicht werden sollte. Es war ja so, dass das Baskenland ist ja aufgeteilt zwischen Frankreich und Spanien, und das französische Baskenland war unter damals Präsident Mitterrand in Frankreich so eine Art mehr oder weniger geduldetes Rückzugsgebiet für die baskische Linke. Die ETA hatte da so ein bisschen ihre Basis, auch die restliche Linke, also jeder, der irgendwie in der spanischen Seite Probleme hatte, das ist natürlich historisch gewachsen, da nach dem Bürgerkrieg viele Basken auch dann ins französische Baskenland gegangen sind, also geflohen sind. Es gab da historisch entsprechende Entwicklungen, und was die spanische Regierung mit der GAL im Wesentlichen versucht hat, war, mit Anschlägen auf Basken, geflüchtete Basken oder auch mutmaßliche ETA-Mitglieder im französischen Baskenland, die französische Regierung dazu zu bringen, mit Spanien zu kollaborieren. Das heißt, die Leute, gesuchte Leute im spanischen Staat auszuliefern. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist halt die, ganz konkret, Politiker im spanischen Baskenland, die man halt nicht anschuldigen konnte wegen irgendwas, schlicht aus dem Weg zu räumen. Wie im Fall von Santi Buduat. Das war ein sehr charismatischer und bedeutsames Führungsmitglied von damals, Eddie Batasuna. Und den hat man halt einfach umgenietet, wie andere auch. Kannst du etwas zu vermuteten Opferzahlen sagen? Das ist sehr schwierig, weil das kann man auch nicht so genau eingrenzen, weil leider gibt es da halt auch immer noch einen Haufen blinde Flecken. Die GAL sind ja nicht die einzigen, die da agiert haben. Da gibt es da noch das Bataillon, antibaskische Bataillon und diverse Gruppen. Das ist so eine Grauzone zwischen rechtsradikalen Sicherheitskräften, also Guardia Civil, Nationalpolizei. Da haben auch diverse Söldner oder auch Rechtsradikale aus anderen Ländern mitgemischt. Man geht so im ungefähr davon aus, Opferzahlen 3 Dutzend, so in dem Dreh. Was für Reaktionen hat das Mordgeständnis vom Dienstag jetzt in Spanien ausgelöst? Ja, wenn du jetzt Spanien meinst, dann kann man fast sagen, keine. Im Baskenland natürlich sehr wohl. Ich meine, das ist halt immer die Unterscheidung. Man muss das auch sehen. Extrem erstaunlich. Das hatten wir ja schon mehrfach. Also die Medienlandschaft in Spanien ist halt auch sehr merkwürdig. Es ist ganz interessant, dass die eher konservative Tageszeitung El Mundo das Thema aufgegriffen hat. Also die Aussagen, die der Morcillo vor der Richterin in Bilbao gemacht hat, hatte er im Vorfeld schon gegenüber der Tageszeitung El Mundo zugegeben. Und die hatten das schon 2 Tage vorher in der Zeitung, wo er ganz klar beschreibt, dass sie am 20. November gewartet haben auf Santi Buduat vor seiner Praxis. Als er dann rauskam, Morcillo ihm 2 Schüsse verpasst. Und als er dann am Boden liegt, hat er ihn quasi dann den Gnadenschuss versetzt. Das erzählt er dann so einfach locker. Sagt auch da, dass klar war, dass der Auftrag von der Guardia Civil kam. Die sind ja eigentlich dafür da, die Ordnung zu wahren.